So, hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge des Let's Plays, die Jagd auf den Roten Baron 2. In den letzten Folgen haben wir uns mit den Grundkampagnen der Alliierten und der Mittelmächte beschäftigt und in dem knallharten Modus wird es jetzt darum gehen, die ganzen Missionen noch einmal zu spielen, allerdings in einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad als bisher. Ich sage aber schon mal vorweg, ich bin tatsächlich in diesem Teil der Mission ein wenig routinierter, deswegen wird das Ganze ein wenig leichter von der Hand gehen, schätze ich mal, weil ich auch intuitiv ein bisschen besser weiß, wo ich hinfliegen muss, weil ich die Mission einfach oft genug gespielt habe. Wir werden wieder mit der Kampagne der Alliierten beginnen, weil es einfach chronologisch irgendwie den meisten Sinn macht, zu sagen, ey, wir nehmen erst die Nordseeküste ein, dann in Skandinavien die Mission, in Deutschland müssen die Deutschen müssen dann die Nordseeinsel verlassen, haben dann Stress in der Türkei, versuchen sich da zu verteidigen und der geheime Einsatz, der wird dann ebenfalls in der Türkei spielen, so viel kann ich dann schon mal sagen. Und da wird das Ganze dann im Prinzip abgerundet. Genau, ja, starten wir mit Mission Nummer 1. Die Einsatzbesprechung würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr nochmal machen. Die haben wir ja im ersten Durchlauf der Mission bereits schon gehört. Ihr kennt das Spiel und im Grunde genommen machen wir eigentlich nichts anderes als vorher. Nur halt ein bisschen schwieriger als vorher. So. Anders als bei den normalen Missionen ist es tatsächlich so, dass die Mates sich diesmal nicht wehren können mit Maschinengewehr und das auch nicht tun. Und wir haben einfach sehr viel mehr Flakgeschütze, um die wir uns kümmern müssen. Ja. Und nein. Und auch mal zurückschießende Flakgeschütze. So. Um die wir uns dann natürlich auch kümmern werden mit denen. So. Ich muss sagen, wir werden hier wahrscheinlich ein bisschen gründlicher vorgehen und unseren Mates dabei helfen. Ah! Unseren Mates dabei helfen, die feindliche Flakabwehr im Gebirge auch noch zu bekämpfen. Tatsächlich so der Ansporn, hier möglichst viele durchzukriegen, lebend. Auch wenn wir dafür selber ein bisschen mehr einstecken müssen. Zack. Wir haben tatsächlich selber ein bisschen Schaden genommen, ist aber nicht so schlimm. Okay, wir haben ein paar nicht getroffen. So, jetzt haben wir es geschafft. Das war Mission Nummer 1. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, Mission Nummer 3, das wird so ziemlich der Tilter schlechthin sein. Denn eventuell erinnert ihr euch noch daran, wir mussten im Prinzip einen Professor, sage ich mal, eskortieren, der Pläne für eine... Oder der im Prinzip überlaufen wollte zu uns. Und, ja. Das war insofern ein Problem, weil wir halt auch die Abschüsse auf ein Minimum reduzieren mussten. Und ich kann euch sagen, wir werden einige Flugzeuge treffen in dieser Mission. Und das wird ein relativer Tilter sein für uns. Und dementsprechend plane ich dafür einfach ein bisschen mehr Zeit ein. Deswegen hustle ich jetzt die anderen Missionen jetzt eher so ein bisschen durch. Nichts da, nicht während meiner Schicht hier. Hier ist es halt ganz klar von Vorteil, dass unser Flugzeug einfach so mega schnell ist. Und wir einfach auf diese Weise in der Lage sind, unsere Mates zu unterstützen, wo wir können.
Und das ist auch wichtig, weil... Moment mal, warum ist denn da einer unserer... Hä? Wie ist der Bomber kaputt gegangen? Alter, will mir jetzt nicht, die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass die mit irgendeinem unbeweglichen Terrain zusammengestoßen sind und deswegen gefallen sind. Oder dann... Nee, also das ist ja... Ja. Freundchen, was wird das, wenn es fertig ist? So, wir laden uns mal auf. Gott sei Dank dürfen wir das in dieser Mission. Ah, das ist jetzt ein Tilter, muss ich sagen. Also, dass wir jetzt aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, einfach mal einen Bomber verloren haben. Denn ich habe doch schon ganz gerne die Sicherheit, dann im Zweifel noch wenigstens einen Bomber durchzubringen, wenn ich einen verliere, weil ich nicht gut genug drauf aufpasse. Jetzt ist das allerdings nicht mehr so ohne weiteres möglich. Zumal wir ja auch einen Raketenheini haben, auf den wir wirklich aufpassen müssen. Falls ihr euch erinnert, noch an Teil 1. Ah! Na! Ah! Ah! Ich bin ein bisschen zu verkrampft hier, glaube ich. Ach, ja. Und genau das ist dann nämlich passiert. Genau das, was ich befürchtet habe. Dass nämlich das Flugzeug einfach kaputt gegangen ist. Weil ich einmal einen Moment nicht aufgepasst habe. So, das wird uns aber kein zweites Mal passieren. Diesmal werden wir auf unsere Bomber ein bisschen besser aufpassen. Und die hoffentlich auch ein bisschen besser auf sich aufpassen, denn das soll ja auch nicht so sein, dass eigentlich so ein Bomber ohne Fremdeinwirkung einfach an so einem Terrain kaputt geht. Also das finde ich schon ein starkes Stück auf jeden Fall. Ja, aber hoffen wir einfach mal, dass es diesmal nicht passiert. Da-da-da. So. So, wir haben ja auch unseren Mate, der ist eigentlich auch relativ hilfreich für uns. Kann uns da an dieser Stelle auch gut unterstützen. So, wunderbar. Es kommen beide. Schön. Da lassen wir nichts anbrennen. Das ist auch ganz wichtig, so dass wir das so machen. Ja, also ich glaube, das wird auch tatsächlich eine etwas längere Let's Play-Folge. Denn, ja, wie gesagt, die dritte Mission, die wird auch noch einige, so manche Überraschungen bereithalten für uns.
So. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh nein, es geht das. Ah, es ist doch das noch hier. Wir haben halt einfach keine Ammo mehr. So. Ja, da mussten wir mal gerade ganz kurz nachhelfen, damit wir. Pfoten weg. Pfoten weg. Unser Dritter ist leider beschäftigt anderweitig an dieser Stelle. Auch ein bisschen schade, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Oh, nice, das ging ja fix. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter zur nächsten Mission. Und hier, wie gesagt, auch schon mal den kleinen Sneak Peek. Wir nehmen uns auf jeden Fall wieder das robustere Flugzeug. Denn es wird auf jeden Fall wichtig, dass wir uns hier auch gut vorbereiten. Gut, die Flakgeschütze, die hier in der Nähe sind, die werden wir soweit wir können ausschalten. Ja. Ach. Natürlich sieht er mich da unten. Das ist, wie gesagt, so meine größte Sorge, diese Mission jetzt erstmal nicht zu schaffen. Ich weiß gar nicht, sind wir hier richtig? Ich glaube wohl. Oder kommt er diesmal von der anderen Seite her? Ah, nein, er kommt von der anderen Seite. Er ist halt schon mal per se schwerer zu finden. Oh nein. Ich trigger halt alles Mögliche, nur finde ich meinen Mate nicht. Oh gut, Abschüsse waren es nicht. Streng genommen. Ich glaube, wir sind hier genau an der falschen Seite. Hier war ich doch gerade eben auch schon.
komm schon, ey. Also das ist, ja. Ihr seht es vielleicht gerade. Das ist wirklich eine ekelhafte Mission, ganz ehrlich. Irgendwo muss der doch spawnen, der Gegner. Also nicht der Gegner, nein, sondern mein Mate. Ach nein. Wenn ich mir die jetzt nicht vorknüpfe, dann habe ich echt ein Problem. Ich müsste aber doch hier sein. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass ich das Event nicht trigger, wenn ich hier bin. Ach Mann. Ach Spiel, wo muss ich denn hin? Also das ist komplett verkehrte Welt hier, was hier passiert. Ach. Jetzt kommen die drei wieder. Du kannst wegfliegen.
kannst auch wegfliegen. Leute, ihr seid echt so lustig, ne? Also wo... Also... Ah, na bitte. Na bitte. Ab. Ach, Leute, 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 ey. Das ist so eine Mission, da bin ich echt froh, wenn ich die einfach nicht mehr machen muss. Also klar. Ach genau, Raketen wirft er auch noch. Oh, ab. Geh. Sehr gut. Na komm, na komm, na komm. Komm, Brudi, wir haben es fast geschafft. Jetzt flieg bitte keine Umwege, ey. Also wenn du jetzt noch den ganzen Scheiß umkreist, dann hast du mich hier wirklich liegen. Nein. Haha. Den kann ich auch noch abschießen. Komm schon, komm schon. Jetzt flieg doch einfach drüber, Junge! Boah, also diese Mission, die ist schrecklich. Ehrlich. Muss ich den Arzt jetzt hier noch quitt werden, oder was? Nicht, das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst, wirklich nicht. Das fliegt einfach wieder weg. Ich krieg mich nicht ein, ey. Och, Mann. Ach, deswegen hasse ich diese Mission einfach, wirklich. Oh, ist das eine furchtbare Mission, wirklich. Aha. Toll. Warum komme ich eigentlich an die hier immer dran?
So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall sehr konzentrieren und hoffen, dass uns hier nichts irgendwie die Tour versaut. Boah, dass ihr da noch so 5 Runden drum dreht, ey. Also, das geht einem so auf die Nerven. Ja, und genau das ist nämlich jetzt passiert, was ich nicht wollte, dass passiert. Nämlich, dass ich dann wieder zu viele Abschüsse habe und deswegen die Mission scheitert. Das ist so Banane, ey, wer sich das ausgedacht hat, wirklich. Also ganz ehrlich. Das heißt im Grunde, ich darf eigentlich auf meinem Hinweg nicht einen Feindkontakt haben. Ja, wobei, wenn ich da hinfliege, habe ich 3. So. Wir sind jetzt hier mit 0 Feindkontakten raus. Den Kollegen hier, den werde ich jetzt auch nicht kaputt schießen. Den werde ich nur so damagen, dass er einfach nicht mehr hinterher fliegen will. So, danke sehr. Abschüsse auf ein Minimum reduzieren. Also ich verstehe ja, dass man irgendwie nicht möchte, dass irgendwie so, wer weiß, wie viele wie viel Aufmerksamkeit erregt wird. Verstehe ich wirklich, aber es kann doch nicht sein, dass du versuchst, deinen Mate zu schützen, der erstmal nicht in die Pötte kommt und nicht über das Ding fliegt, wie er soll, und du die Mission nicht schaffst, weil du versuchst, deinen Mate zu schützen. Und vor allem, wo liegt die Grenze? Bei 5? Bei 3? Wie viele darf ich abschießen? Also das ist halt wirklich ein brutal misslungenes Missionsdesign einfach. So, den müssen wir abschießen, weil sonst finisht der meinen Boy mit einer Rakete. Was ist mit dem? Ah, komm, den müssen wir jetzt aushalten. Oh, Gott sei Dank. Wir haben sie. 3 Abschüsse, Leute. Ohne Scheiß, diese Mission ist wirklich einfach nur unglaublich ekelhaft. So, hier können wir jetzt endlich wieder ballern. Und das wirklich, das brauche ich auch jetzt. Ehrlich, also... Boah, meine Herren, ey. Bitte, bitte, wenn ihr irgendwann mal vorhabt, dieses Spiel nochmal neu aufzulegen, bitte entfernt oder ändert diese Mission. Das kann es nicht sein. Ich meine, wir haben es jetzt geschafft, ne? Aber es war wirklich schwer. So. Jetzt haben wir auch absolut Überlänge bei diesem Video. Also das geht viel zu lang. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich verspreche euch, der Teil von Deutschland, der geht deutlich schneller. So.
finde einfach diese Formation total klasse, die hier fliegen. Und hier habe ich halt jetzt richtig, richtig starke, nicht so treffsichere, aber sehr, sehr starke Mates einfach an meiner Seite. So, jetzt machen wir das hier. Die fliegen mir nämlich gerade nach. Au! Au! Au, 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 au. Oh Leute, einer meiner Mates ist sogar schon hops gegangen hier. Hilfe! Hilfe! So, just for the egos. Ah! Autsch! Autsch, 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 autsch. Hey, jetzt fliegen wir mal lieber schnell über die Base. Damit wir es geschafft haben. Und dann noch eine weitere Mission, Leute. Und dann sind wir durch mit dieser Kampagne. Dann haben wir es geschafft. So. Unsere Operationsbasis ist jetzt so dieser Ort hier. Und jetzt fliegen wir selber mit einer Spat 13. Wir sind wieder voll bewaffnet und einsatzfähig. Und jetzt kümmern wir uns hier um den Quatsch. Wunderschön. So, jetzt müssen wir keine Rücksicht mehr auf Verluste nehmen, auf Minimierung der Verluste. Das ist, also das ist schon wirklich Hardcore gewesen, echt. So, da noch. Ups. Nicht aufgepasst gerade. Und meine Mates, die haben sich auch so ein bisschen im Stau gemacht, ne? So. Zack. So, Leute. Da mussten wir jetzt ein bisschen durchhasseln. Wir haben nämlich echt viel Zeit verloren bei der dritten Mission hier. Und oh boy, war das eine Mission, ey. Okay, Leute. Damit sind wir auch mit dieser sehr langen Folge jetzt auch am Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ihr jetzt wirklich erstmal die meiste Zeit wirklich nur Mission 3 sehen werdet. Das ist einfach nur wirklich, wirklich, wirklich eklig. Ich werde auch die Kapitel noch so legen, oder generell Kapitel reinmachen, dass ihr diese Mission bei Bedarf auch überspringen könnt. Weil an sich gibt da nicht viel Spannendes zu sehen, außer versuch nicht zu viele Abschlüsse zu machen. Finde erstmal die Objective. Das war auch schon schwer genug. Und ja, in diesem Sinne, macht es gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.